Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play GTA 4. Ja, und in dieser Folge werden wir mal, zu wem fahren wir denn mal hin? Ich glaube mal zu ihm hier. Wer ist das hier? Francis. Aber warum steht da noch das M da daneben? Egal. Wir fahren da jetzt erstmal hin. Würde ich sagen, ganz spontan. Wie sieht es so waffentechnisch aus? Ja, das sieht doch hervorragend aus. Die letzte Aufnahme ist ja schon ein bisschen her. So, ich muss kurz noch mein Headset anmachen. Ich habe ja schon mich ja schon selber nicht mehr gehört. Ach, Quatsch, mich selber schon. Aber das Spiel nicht. Ja, du Wichser, fahr mich nur an, ey. Dafür musst du jetzt sterben. Oder wenigstens dein Auto verlieren. Oder doch sterben. Komm her. So. Und jetzt mal hinten drüber. Dwayne ruft an. So, warte. So. Ja, bitte. Ich glaube, das haben wir schon mal gehört. Deswegen kann ich da auch jetzt getrost drüber quatschen und erstmal den Weg nach Francis markieren. Aber ich überlege doch tatsächlich, mir ein Taxi zu nehmen, weil das ist ja doch ein bisschen weit, ne? Egal, wir werden schon noch eins finden auf dem Weg dahin. Wir fahren da erstmal hin und dann werden wir uns ein Taxi suchen. Währenddessen sich gerade unsere Motorhaube verabschiedet hat. Passiert schon mal. East Broad Bridge. Ah, meine grandiosen Fahrskills. Mal wieder an den Tag gelegt. Jetzt sieht schon nicht schlecht aus. Ups. Scheiße. Nein. Ich muss ja fast nur eine Schutzweste holen, ey. Fuck. Kann man nicht hier ein Taxi holen, ey? Mann. Ja, schon fast gedacht. Jetzt fällt hier natürlich auch nichts her, ne? Jetzt ist hier natürlich weit und breit, ist hier nichts los, ne? Das ist immer so. Wir hätten eh jetzt rechts gewusst. Verpiss dich. Ich glaube, Hupen bringt da jetzt auch nicht so viel, aber egal. Die Bullen. Fickt euch. Ich habe hier viel scheiß Musik an der vorne steht. Taxi. Jetzt wieder zurück. Ja, komm. So, und jetzt. Ach komm. Können wir auch so hin sprinten? Hallo. Das macht auch einen Eindruck, ne? Wenn du so mit einer AK-47 vor so einem Taxi stehst. Ne? Okay. Überspringen wir das Ganze mal. Und. Ja, dann sind wir auch schon da. Castle Gardens. Ah, wir müssen ja noch rein. $36, was ein Sack. So, mal, wir nehmen uns nochmal ein anständiges Auto hier. Einen alten Lincoln oder was auch immer das sein soll. Also, aber was ist denn das hier für eine Ansicht? Das ist ja nicht hier in GTA 1 und 2 oder 2. Da war ja die Ansicht so ein bisschen beschränkt. Ups, das tut mir jetzt aber leid. Du hast dein Ziel erreicht. Lur. Keine Ahnung, was das heißt. Tut mir leid. Was eine freundliche Begrüßung. Now his chief lieutenant is holed up in her apartment and he wants to speak to the feds. Whoa, hold on. An organization? No, you fucking idiot! I paid you to do a man's job, you amateur, you fucking boy! No. You sent me to kill one guy. One guy who would put you in prison. Bullshit! All right, I'll tell you what, genius.
I'll tell you fucking what. Tell it to the judge. Tell him I only sent you to kill one guy, so it ain't your fault. I wonder what he'll say. Maybe he'll let you walk on account of you being brain dead and totally fucking mentally retarded. Maybe he will. Either way, you're screwed. Hey, whoa, whoa, whoa. Look, you gotta do this for me. For us. Come on, you idiot. One more. The guy's a fucking lowlife. He means nothing. If there is a God and he loves us, if there is, he'd want this cunt dead. The guy sells heroin to kids. The world is full of bad people. But we've got a lot to lose. I don't have anything to lose, Mr. McCreary. How much? You know my price. No. Five. You cool. I don't care. You bastard. Okay. Now, the guy lives in an apartment on Denver between V and W. He's holed up there pretty tight. I left a rifle for you in the trunk of a car at the corner of Albany and M. So go there, give me a call. Okay, dann wissen wir Bescheid. Der Kerl befindet sich zwischen V und W. Aha, das sagt uns schon mal viel. Besorg dir Munition für dein Präzisionsgewehr. Haben wir doch schon. Genügend, würde ich mal sagen. Aber egal. Tun wir, was uns das Spiel befehlt. Lass mir von niemandem was befehlen. Aber sonst kommen wir hier schlecht weiter. Kann eigentlich nicht allzu weit sein. Ein Wichser, der Heroin an Kinder verkauft. Ja. Ich meine, der Francis, ne? Ist ja auch so ein bisschen so ein Arsch, ne? Erst beleidigt er uns, ne? Schimpft uns. Gefühlt 30 Mal als Idiot. Und dann fällt ihm auf einmal ein, ach, da war doch noch was. Da wollten wir doch nochmal so einen kleinen Auftrag starten. Ne? Da ist ja noch so ein Spacken, der noch umgelegt werden muss, ne? Und auf einmal wird er wieder arschensfreundlich. Und kriegt uns in Arsch rein. So sind sie. Die Menschen. Da. Okay. Der nächste Waffenladen dürfte ja jetzt auch nicht mehr so weit weg sein. Heißen die Dinger. Ach nee, die heißen ja gar nicht mehr Ammunition. Ist ja, sind ja alles so illegale Dinger jetzt. Boah, leck mich. Das war natürlich gewollt. Das war gewollt. Das war gewollt. Das sollte so cool aussehen. Ganz klar. Pisst euch. So. Boah. Er hat einen Platten. Scheiße. Ah, fuck it. Egal, wir sind trotzdem noch schneller als das Taxi. Bin mir sicher, wir sind gleich da. Also die ganze Achse rausgebrochen. Ah ne, das war auch wieder eine dumme Idee. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß ja auch. Ach, da sind wir ja schon. Ja, wie schön. So, den Wagen mit der Munition aus dem rausschießen sollen. Begib dich zum Apartment des Dealers in Denver Avenue. Boah. Aber jetzt endlich mal ein cooles Auto, ein Mercedes, würde ich sagen. Ist das ein SLK oder was auch immer? Ein Abklatsch davon, auf jeden Fall. Da. Die ja nie Lizenzen für Autos bezahlen wollen, Rockstar Games, aber ist auch völlig legitim, völlig in Ordnung, weil warum? Würde keinen Unterschied machen. Im Spiel Spaß, sagen wir es mal so, ne? Okay. Ah, aber die Musik. Die Musik, da wird man doch wahnsinnig bald. Das ist auch scheiße hier. Aber was war denn nochmal der gute Sender hier? Liberty Rock, ne, Damen, ja. Genau! Und dann sind wir da auch schon gleich da. Da vorne ist schon das kleine Pfeilchen und dann nichts wie auf. Was eine krasse Bremsung. Rufe Francis an. I found the place. Okay, the folks hold up in his apartment. It's
It's on the fourth floor on the east side of the street. Go up onto the roof of the building opposite to get a shot at him. What if he isn't standing by the window? Then use your damn imagination to get him to the window. Jesus! Call me when it's done. Okay, geh aufs Dach. Da wieder mal so eine typische, denke ich mal, Sniper-Mission. Ich habe gerade. Warum, wenn wir reinkommen, nennt er uns Hurensohn? Wie gibt's das? Okay, und wieder zurück zum Geschäft. Hm? Würde ich dir auch empfehlen, so. Abzuhauen, weil wir sind ganz, ganz böse Typen. Ganz schöne Badasses sind wir. Und deswegen. Ja. Sag mal, hat hier Freddy Krüger sein Unwesen getrieben? Die ganzen Kratzspuren hier an den Wänden? So. Kommt es fast so vor, als hätten wir diese Mission schon mal gemacht. Oder? Nee, haben wir nicht. Das war was anderes. Das war was anderes. Oh, eine Bonk steht da erstmal schon auf dem Tisch. So, locke den Dealer ans Fenster und erledige ihn. Wie macht man das denn am besten? Ganz einfach. Indem man die Satellitenschüssel abschießt und der deswegen keinen Empfang hat. So, verlasse das Dach. Da ist es mir doch wieder eingefallen. Aber auch gut, dann müssen wir jetzt hier nicht stundenlang rumrätseln und im Dunkeln tappen. Die Bullen sind hinter uns ja, das ergibt Sinn. Ein Stern haben wir jetzt am Arsch, aber mein Gott, den wird man auch wieder los. Das ist nicht so das große Problem, zumal kein einziger Bulle in unserem Umkreis ist. Hätte ich es nicht gesagt, ist der erste schon da. So, jetzt schnell ein Auto schnell. Ach, das war schon. Porträt of a Killer. Oder haben wir die Mission doch schon mal gemacht? Ah, keine Ahnung. East Holland. Letzte Aufnahme ist ja schon mal ein bisschen her. Na gut, dass jetzt hier gerade keine Alarmanlage angegangen ist. In dem Schlitten. Weil sonst hätten wir auch ein kleines Problemchen gehabt. Okay, nichtsdestotrotz markieren wir uns schon mal das Ziel für den nächsten Waffenladen. Und den steuern wir dann mal getrost in der nächsten Folge an. Von Let's Play GTA 4. Bis dahin bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen dieser Folge und ich hoffe, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Aufs Maul von Niko Bellic. Also bis dahin, ciao und haut rein!